Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich würde euch gerne zeigen, welche Bücher bei mir im April eingezogen sind. Ich habe mich sehr am Riemen gerissen, weil es im März ja derart eskaliert ist. Und möchte euch die Bücher jetzt einfach mal vorstellen. Und zwar eine Vorbestellung, die ich mir vorbestellt habe, als ich gesehen habe, dass es rauskommt, von Silvia Moreno Garcia, Silberne Geister. Seitdem mir der mexikanische Fluch so gut gefallen hat und ich diesen Schreibstil enorm liebe, musste dieses Buch auch einziehen. Du liebst das Trendgenre Horror, dann lerne Silvia Moreno Garcia fürchten. Und da kann ich nur zustimmen. Die kluge Monsterrat schlägt sich als Außenseiterin in einer Männerdomäne durch, im mexikanischen Filmbusiness. Der einzige Mensch, der ihr lieb und teuer ist, ist Jugendfreund Tristan, der als Soapdarsteller unter Auftragsarmut leidet. Als sie und Tristan das Angebot bekommen, einen nie produzierten legendären Horrorfilm zu vollenden, schlagen sie ein. Doch der Filmstreifen ist mit einem dunklen Fluch belegt, der alle ins Unglück stürzt, die an ihm arbeiten. Dieser Roman ist entzündlich und brennt bis zur letzten Seite. Ja, mega gut. Ich freue mich riesig darauf. Ich habe auch noch gar nicht viel in diesem Filmbusiness gelesen. Finde ich auch mal sehr spannend. Bin sehr gespannt, wie sie das hier umsetzt. Und nach der mexikanische Fluch habe ich hier sehr hohe Erwartungen. Dann habe ich mir ein Buch gekauft von Emma Neuss, Guys, Girl, Sie, Er und all das, was zwischen ihnen steht. Und das habe ich gesehen bei der lieben Sarah auf dem Kanal und bin dadurch sehr neugierig geworden. Was macht man, wenn der Mensch, den man liebt, die Liebe nicht erwidern kann? Adrian wäre der perfekte Partner. Doch immer, wenn es wirklich ernst wird, macht er dicht. Ginny ist die Frau, die alle fasziniert, weil sie so lebendig wirkt. Doch als die beiden sich ernsthaft ineinander verlieben, hindern innere Selbstzweifel und verdrängte Probleme sie daran, das Glück zu fassen, das sie haben könnten. Ein zutiefst berührendes Buch über die große Liebe und darüber, wie schwer es ist, sich auf sie einzulassen, wenn man sie findet. Ja, finde ich, klingt mega gut. Wie gesagt, Sarah hat hier sehr gut drüber gesprochen. Bin ich sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Dann ein bisschen was in einem anderen Genre, und zwar Hooked von Emily McIntyre. Das Ganze sieht so aus. Darling, wenn ich die Dunkelheit bin, bist du das Licht der Sterne. James hat nur ein Ziel, seinen Feind Peter Michels zu zerstören. Als Peters 20-jährige Tochter Wendy in James' Bar auftaucht, sieht er seine Chance. Er will Wendy verführen und sie für seine Rache benutzen. Doch dann hintergeht ihn einer seiner Leute und er muss den Verräter finden. Und Wendy entpuppt sich als mehr als nur eine Schachfigur. Hooked ist ein düsterer Liebesroman mit einem Bösewicht als Held. Es handelt sich nicht nur um eine Nacherzählung und nicht um Fantasy. Finde ich, klingt mega spannend. Geht so in die Richtung Dark Romance. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ein weiteres Buch in diese Richtung von H.D. Carlton, Does It Hurt? Das sieht so aus und das sieht ja mal total hübsch aus, oder? Wer bin ich? Ich habe die Antwort auf diese Frage schon vor langer Zeit vergessen. Könnte ich ein Mädchen sein, das den Sinn des Lebens in gewissenlosen Männern sucht? Es war so leicht, über sie alle hinwegzukommen, bis er auftauchte. Enzo Vitale. Ein rätselhafter Mann, der immer nur die Tiefsee lieben wird. Oder vielmehr die Raubtiere, die sie bewohnen. Es stellt sich heraus, dass er sich nicht so sehr von den Monstern unterscheidet, die er füttert. Denn er hat mich wie einen Fisch aus dem Ozean auf sein Boot gelockt, um Rache für mein Verbrechen zu nehmen. Hätte ich seine Absichten erkannt und gewusst, dass wir bei einem gewaltigen Sturm einen Schiffbruch erleiden würden, wäre ich geflohen. Jetzt bin ich ein Mädchen, das in einem verfallenen Leuchtturm Zuflucht bei einem Mann sucht, der mich fast so sehr verabscheut, wie er mich begehrt. Er will mir wehtun, aber der Wächter der verlassenen Insel hat vielleicht noch viel finstere Absichten. Oh, oh mein Gott, ich bin sehr gespannt, auf welchen Ritt ich mich hier einlassen werde. Mal gespannt, wie das so sein wird. Dann habe ich gewonnen. Bei Instagram wurde ein Buch verlost vom CH Beck Verlag und ich habe gewonnen, Leute. Und zwar das neue Buch von Markus Gasser, Lil.
Das Ganze sieht so aus. Da habe ich mich total gefreut. Ich bin sehr gespannt. Die brillante Unternehmerin Lillian Cutting ist so erfolgreich und unabhängig, wie es eine Frau um 1880 nur sein kann. Auf ihrem eigensinnigen Weg nach oben hat sie gegen alle gesellschaftlichen Konventionen verstoßen und ganz New York gegen sich aufgebracht. Dort ist man sich einig, diese Frau muss verschwinden. Ein für alle Mal, koste es, was es wolle. Dabei hätten alle damit rechnen können, dass Lil ihre Freiheit, ihre Würde und ihr Vermögen niemals opfern würde. Und als es so weit kommt, dass es um ihr nacktes Überleben geht, dreht Lil the Kill den Spieß um. Wuhu, das hört sich voll gut an. Starke Frauen, die sich wehren. Ich bin gespannt. So, dann ist ein Buch eingezogen, das habe ich mir bei Rebuy mitbestellt, und zwar Cleopatra und Frankenstein von Coco Melors. Platzstar Sally Rooney für den heißesten neuen Roman. Ein Silvesterabend in New York. Cleo, Mitte 20, Britin und Kunststipendium, Bohemienne bzw. ewig pleite, trifft Frank, Mitte 40, Amerikaner, Inhaber einer Werbeagentur und ungleich gesettelter im Aufzug einer Party-Location. Es ist die vielbeschworene Liebe auf den ersten Blick. Hals über Kopf stürzen Cleo und Frank sich in eine Amour vor, mit der sie selbst kaum Schritt halten können, geschweige denn die, die ihnen nahestehen. Eine absolut süchtig machender New York Romance, herzzerreißend und beglückend zugleich. Und ein ungewöhnlich reifer Debütroman mit Coco Melor, lernen wir eine faszinierende neue literarische Stimme kennen, von der noch viel zu hören sein wird. Genau, auch das finde ich klingt mega spannend, ist doch schon ein dicker Oschi, also 500 Seiten circa. Freue ich mich drauf. Eine Vorbestellung, wo ich nicht viel zu sagen muss, ihr habt es sicherlich damit gerechnet. Und zwar der fünfte Band der Cat Me Academy, Cherish von Tracy Wolf. Nach dem epischen Kampf in Band 4 gibt es noch ein paar Dinge zu tun und ich hoffe, wir kriegen hier alles aufgelöst und erklärt. Ich hoffe es sehr und freue mich drauf. Dann ist mir ein total nettes Paket zugeschickt worden, und zwar von Mimi Heger. Die habe ich auf der Buchmesse kennengelernt. Pixton Love, das ist der zweite Band ihrer Reihe. Ich lese aktuell den ersten und werde euch berichten, sobald ich die Bücher gelesen habe. Der erste gefällt mir bislang richtig gut. Da war noch so eine total süßer Jutebeutel dabei und noch ganz viele Goodies an Leseproben und Lesezeichen. Und hier könnt ihr schon mal, das ist schon mal ein Sneak Peek auf ihre neue Reihe. Das wird eine Sport Romance mit Rugby-Spielern. Freue ich mich sehr drauf. Ja, vielen, vielen Dank, Mimi. Ich bin fleißig am Lesen und werde mich bei dir melden. Vielleicht machen wir auch mal einen Hangout zusammen. Darüber hatten wir jedenfalls schon mal gesprochen. Genau, und dann ist noch bei mir angekommen, dass die Zauberbüchse aus dem April, und da war das Buch von Hafsa Faisal, A Tempest of Tea, ein Hauch von Tee und Blut. Und das habe ich euch auch schon in den Neuerscheinungen vorgestellt, das klingt auch richtig gut. Die Straßen von White Roaring gehören Arti Kasimir, kriminellste Superhirn, Weise und Sammlerin von Geheimnissen. In ihrem luxuriösen Teehaus empfängt die weise Arthi Kasimir tagsüber die Reichen der Stadt und gelangt dabei so an manches brisantes Geheimnis. Nachts jedoch verwandelt sich die Teestube in ein illegales Bluthaus für Vampire, die von den Einwohnern des Landes Ethenia ebenso gefürchtet wie verachtet werden. Doch als ihr Teehaus bedroht wird, bietet ein geheimnisvoller Fremder Arthi einen Deal an, den sie nicht widerstehen kann. Sie soll ein Buch aus dem Arterium stehlen, der verführerische Unterwelt Ethenias, die von mächtigen Vampiren beherrscht wird. Zusammen mit ihrem engsten Vertrauten Jin stellt Arthi eine ungleiche Crew zusammen, doch nicht alle sind auf ihrer Seite. Und plötzlich findet Arthi sich mitten in einer Verschwörung wieder, die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Band 1 der düsteren Fantasy-Dilogie um einen unmöglichen Auftrag, eine korrupte Großstadt und geächtete Vampire. Klingt mega gut. Es wird verglichen mit das Lied der Krähen.
Das lasse ich nicht so ganz durch mein Hirn sickern, weil ich meine Erwartungen nicht so hochschrauben will. Aber ja, es könnte ja sein, so in die Komplottrichtung, ne? Ich bin gespannt. Und dann durfte noch einziehen, weil da jetzt auch der Film oder die Serie bei Amazon Prime anläuft, von Robin Lee, The Idea of You. Die ganze Welt kennt seinen Namen, aber er will nur dich. Und da habe ich den Trailer zu gesehen und fand das so toll, dass ich dachte, das ist ein richtig tolles Sommerbuch. Solène Marchand, Ende 30, ist eine liebevolle Mutter, gute Kollegin und rücksichtsvolle Ex-Frau. Aber es ist lange her, dass sie einfach nur sie selbst war. Als es plötzlich jemanden gibt, der nur sie sieht, der nur sie will, fühlt sie sich sofort unwiderstehlich zu ihm hingezogen. So beginnt eine leidenschaftliche Affäre, die anders ist als alles, was sie bisher kannte und die geheim bleiben muss. Denn dieser jemand ist Hayes Campbell, der Frontmann von August Moon, der angesagtesten Boyband der Welt. Charmant, geistreich, sehr attraktiv und jung. Sein Gesicht ist überall in den Medien und es prangt nicht nur an Hauswänden, auf Bussen und U-Bahn-Stationen, sondern auch an der Wand des Zimmers von Solens Teenager-Tochter. Darf Solen sich wirklich in den Mann verlieben, den die ganze Welt begehrt, oder muss sie die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen? Romantisch, clever, faszinierend und sehr, sehr sexy. Freue ich mich drauf. Ah, das klingt so richtig nach so einem Sommerbuch, was man mal im Garten weglesen kann, ne? Finde ich richtig gut. Genau, und das waren meine Neuzugänge im April. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bücher sind es. Ja, was ist bei euch eingezogen? Lasst mich das gerne mal wissen. Und lasst mir gerne ein Like da und einen Kommentar und ein Abo. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Ciao.